This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dies ist heute die zweite Diskussionsrunde nach der zweiten Lesung von Romanismus und die Reformation am Sonntag, den 23. September 2018. Und wir haben uns mit einigen Zuhörern eingefunden, die auch Zuschauer sind, weil ich meinen Schirm über Skype teile und die meinen Computer in der Zwischenzeit sehen können, um nach der zweiten Lesung des Buches Romanismus und die Reformation, aus dem Englischen übersetzt, dem deutschen Christen vorgetragen, aufgrund der Arbeit von Maximilian, der sich die Arbeit gemacht hat, die zweite Lesung gerade abgeschlossen haben und jetzt können wir dann mit der Diskussion beginnen. Also lade ich jeden, der auf Skype damit bei ist, herzlich ein. Wir sind hier im Augenblick 11 im Gespräch. Ich lade jeden herzlich ein, um an der Diskussion teilzunehmen und um seine Fragen zu stellen über Dinge, die ich gerade eben in der Lesung besprochen habe oder auch andere Dinge, die besprochen werden können. Ich bin da für alles offen. Also, hat jemand eine Frage oder eine Bemerkung, bitte? Bin ich zu hören? Ja, nicht so laut, aber du bist zu hören. Zu laut? Nicht so laut, aber du bist zu hören. Oh, dann mache ich es vielleicht noch besser. So, ja. Also diesmal auf jeden Fall, also erstmal herzlichen Dank sowieso. Und wie du es angekündigt hast, also bei mir auf jeden Fall hat es diesmal eingeschlagen wie eine Bombe. Auch wenn ich am Ende kurz weg war und nicht sofort wieder reinkam und das Schlusswort nachhören muss. Ja, ist schon auf jeden Fall ziemlich heftig. Und das Ding, wie du gesagt hast, ist echt etwas, wonach man anscheinend suchen muss. Obwohl ich zugebe, dass ich das, wie du vorher erwähntest, nicht überall fand, nicht mal danach gesucht habe, aber ich das gut nachvollziehen kann. Zumindest so, wie du es halt rübergebracht hast. Also wer Beweise sucht, rein vom Kopf her, der hat sie, denke ich mal, ab jetzt, wo du es online stellst, dann gefunden. Ja, ich habe mir die Dinge ja auch nicht aus dem Daumen gesogen. Und ich muss zu meiner eigenen Schande ganz deutlich mal bekennen, als ich das Buch von Alexander Hislop gelesen habe, das war 2015, Ende 2015, Anfang 2016, glaube ich,
Und ich bin damals an die Stelle gekommen mit der Fußnote. Habe ich doch tatsächlich noch eine Note beigenommen von, oh, hier bin ich mit dem Auto überhaupt nicht einverstanden. Das ist 5,38 bis 17,98. Was weiß der denn? Weil ich so indoktriniert war mit dieser Lehre, die im Allgemeinen halt von den Sieben-Tags-Adventisten kommt. Hauptsächlich Walter Veit und so weiter. Der spricht ja von nichts anderem. Ja. Und ich habe damals auch noch die Einsicht nicht gehabt. Und das zeigt im Grunde, wie man in solchen Sachen auch wächst, durch seine eigenen Studien auch. Und dann habe ich, wann war es, Ende 2016, Anfang 2017, das glaube ich, ne? Oder war es 2017, 2018, ich weiß das gar nicht mehr, kommen wir den Jahren schon durcheinander, das Buch gelesen von Martin Luther. Ah ja, 2017 habe ich damit angefangen, Ende 2017 mit der Reformation. Ich habe ja damals im Oktober 2017 den ganzen Monat ein deutsches Videofestival gemacht. Ne? Ich habe ja das ganze Buch von Martin Luther damals hochgeladen, in dem einen Monat gelesen und hochgeladen. Das war ja zur 500-Jahr-Feier der Reformation. Und da stoße ich doch bei Martin Luther in seinem Buch auf dieses Kaiser Fokas, 606 Jahre, denke ich, sag, was erzählt der denn hier? Und dann gehe ich nochmal auf Alexander Hislop, ich sage, ich finde das da, und dann denke ich, das hat Henry Gretten Guinness doch auch gesagt, und dann komme ich bei Henry Gretten Guinness dasselbe gegen, und dann sage ich, das ist ja komisch. Historiker, die überhaupt keine Verbindung zu Sieben-Tags-Adventisten haben, zeigen hier geschichtliche Fakten auf, die ganz anders sind, als die, die im Allgemeinen bei uns gelehrt werden. Und das finde ich eben interessant. Es geht mir auch nicht darum, die Sieben-Tags-Adventisten zu verdammen. Die verdammen sich selber dadurch, dass sie ihrer eigenen Lehre folgen. Das ist mir wurscht. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir verstehen, dass es Beweise gibt, die man geschichtlich nachforschen kann, dass die Periode des Regententums des Antichristen, wie in der Bibel vorhergesagt ist, die 1260 Jahrtage, 3,5 Jahre oder 42 Monate, nicht von 538 bis 1798 sind, sondern bis 1866, also 606 bis 1866. Und ich finde das auch eine viel logischere Erklärung. Sicher, wenn man sich die Briefe von dem Gregor durchliest, der also der letzte richtige Bischof von Rom war, also der Bonifaz III., der nach ihm kam, hat dann die zwei Positionen gehabt. Ne? Er hat ihn als Bischof von Rom abgelöst und hat dann aber von Phokas, von dem Kaiser Phokas in Konstantinopel, die Macht übertragen bekommen, sowohl die östliche als auch die westliche Kirche zu leiten. Und das ist eben, was wir heute nennen, der Pontifex Maximus, ein Titel, ja, ist auch eine geistige Brücke, absolut, gebe ich richtig, gebe ich dir recht, ja, eine spirituelle Brücke, ja, er ist halt der Brückenbauer, man sagt, heute Papst Franziskus ist das, weil der kommt aus Südamerika, der baut die Brücke zwischen Amerika und dem alten Kontinent, es geht doch alles viel weiter zurück, es geht doch zurück auf die Zeit, der Pontifex Maximus ist ein Titel, der kommt bereits aus Medo-Persien, wurde dann eine ganze Zeit lang nicht gebraucht, wurde dann von einigen Cäsaren gebraucht, dann wurde er von den ersten Bischöfen in Rom nicht gebraucht und der erste, der ihn wieder gebraucht hat, das ist eben der Bonifaz III. In 606, der den Titel wieder gebraucht hat. Diese geistige Brücke, die gebaut wurde, weil er von dem Kaiser Phokas, der Kaiser, der meinte, er steht über der spirituellen Regierung, also über seinem Bischof in Konstantinopel, und dem Bischof gesagt hat, von du kannst in die Wüste gehen, mein lieber Freund, ich gebe dein Patriarchum an den Bischof von Rom und der Bischof von Rom ist jetzt der Bischof aller Bischöfe und das ist genau das, vor wem der Gregor in seinem Brief an Mauritius, den Vorgängerkaiser, gewarnt hat. Ja, und weil der Vorgängerkaiser diese Warnung von Gregor bekommen hat, unter anderem deswegen hat Phokas seinen Vorgänger, den Moritz, beseitigt. So ist wahre Geschichte. Ja, mal eben schauen, was schreibt hier einer. Bernd. Du sagst es heute, dass der Titel Pontifex Maximus verliehen wurde aufgrund der Brücke zwischen Ost- und Westkirche. Ich meine, wir hatten im Buch von Babylon nach Rom gelesen, dass dieser Titel schon in Pergamon existiert und an Rom übergeben wurde. Ja, stimmt, Bernd, da hast du vollkommen recht. Das ist in Alexander Hislops Buch so. Ich habe das ja auch eben gerade angehört. Es kommt bereits von Medo-Persien. Der Titel ist runtergegangen und wurde teilweise gebraucht und teilweise nicht gebraucht. Und so passt das zusammen, dass der eben in Rom gebraucht wurde, teilweise. Ich glaube, Julius Caesar, wenn ich mich nicht irre, 44 vor Christus, war der erste römische Kaiser,
der den Titel akzeptiert hat. Davor gab es keinen römischen Kaiser, der den Pontifex Maximus-Titel akzeptierte. Aber Julius Caesar war der Erste und hat es eine Zeit lang getragen. Und dann gab es andere Kaiser später, die den Titel abgelehnt hatten, die den nicht wollten. Und 606 mit dem Kaiser Phokas übertragen die Macht an den... lass mich nicht mit den Namen durcheinander kommen. Mit dem Boniface III. Wurde dieser Titel wieder eingesetzt. Der hat ihn dann wieder genommen. Also es gibt Leute, die den Titel nicht haben wollten und welche, die den Titel haben wollten und getragen haben. Die 1260 Tage werden in Offenbarung 12.6 zitiert. Daraus die 1260 Tage, 1260 Jahre. Ja, weil in der Prophezeiung sind im Allgemeinen Tage Jahre. Das wissen wir ja unter anderem zum Beispiel auch von Daniel Kapitel 9, wo es geht um die 490 Jahre, die 70 Wochen. Ja? 70 Wochen, 70 mal 7, das sind 70 mal 7 Tage, 490 Jahre, da ist das eine Jahr-Tag-Prophezeiung, also jeder Tag für ein Jahr. Ja, daher kommt das. Ja. Wie gesagt, es gibt diese 1260 Jahre, werden in verschiedenen Weisen erklärt. In Daniel, Daniel spricht von 42 Monaten und 3,5 Jahren, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, sagt man auch, ne? Das sind 3,5 Jahre, eine Zeit ist ein Jahr, Zeiten sind 2 Jahre und eine halbe Zeit ist ein halbes, 3,5 Jahre, 42 Monate, 36 Monate sind 3 Jahre, ein halbes Jahr dabei, 42 und 1260 Tage, Jahrtage. Ja, die Bibel referiert an verschiedenen Stellen auf ein und dieselbe Periode mit verschiedenen Datumangaben. Also sowohl 1260 Tage, Jahrtage, als 42 Monate, als auch Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Ja. Bitte. Das habe ich nicht verstanden. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit? Ja, so heißt es im Englischen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich kann euch das nur mal eben im Englischen kann ich euch das raussuchen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es da steht, aber ich suche das mal eben. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. So spät sind das. Time, Schlafe. Times and the dividing of times. Dividing of time. Hier steht's. Und der Bibelspruch, der passende, muss ich hier hinterher schreiben, dass das Bibel ist, sonst kommt hier, weiß was ich für welchen Blödsinn. Bibel. Das steht in Daniel 7,25, Offenbarung 12,17 und 12,14. Also Daniel 7,25, dann schauen wir doch mal eben hier, wie wir das in der Schlachter lesen. Daniel Kapitel 7 und dann Vers 25. Da steht hier, und er wird eine freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten auftreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und an einer anderen Stelle in der Bibel wird erklärt, dass eine Zeit für ein Jahr steht, also zwei Zeiten für zwei Jahre und eine halbe Zeit für ein halbes Jahr, also 3,5 Jahre. Okay? Das ist die Referenz hier. Dann haben wir noch, was sagt ihr hier, Offenbarung 12,7 und 12,14. Dann gehen wir mal eben in die Offenbarung. Kapitel 12. Die Frau und der Drache, 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Was? Ist das 12,7? Ach, Daniel 12,7, Entschuldigung, nicht Offenbarung, Offenbarung 12,14, Offenbarung 12,14 steht, das ist das andere, war nochmal Daniel, Entschuldigung, müssen wir gleich nochmal zurückgehen, 14, hier, und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Da geht es um die Zeit, wo die wahre Kirche halt flieht und unter anderem sich manifestiert in unserer Geschichte in Form der Waldenser und anderer Völker,
die hauptsächlich im Süden von Frankreich und Norden von Italien gewohnt haben, was wir heute Piemont nennen. Die Tälergegend dort unten und dort hat sich damals die wahre überbleibende Kirche versteckt, wie es hier heißt, damit sie in die Wüste fliegen kann. Was ist eine Wüste? Eine Wüste ist ein Wildernis, wie es auch im Englischen in der King James wohl, glaube ich, heißt. Also Woman fled into the wilderness. Hier wird das als Wüste übersetzt, aber es heißt eigentlich Wildnis. Und in der Bibel hat das die Bedeutung, dass in der Wildnis eben nicht die Lehre Gottes ist. Also eine Gegend, wo es die Bibel nicht gibt. Und dahin ist sie halt geflohen und hat die Bibel dann halt bewahrt. Aber eine unbewohnte Gegend und eine Gegend, wo halt Gottes Wort nicht herrscht. Ja, ist ja noch ein neuer Kommentar. Nee, nichts, was ich sehe. Danke. Und das andere wäre halt jetzt Daniel... Was hat er hier gesagt? Ich habe das schlecht gelesen hier. Daniel 12, 7. Dann können wir da ja auch eben nochmal hingehen. Nochmal eben hin auf Daniel 12, 7. Ja, Daniel 12. Komm schon. Daniel 12, 7. Und da lesen wir... Komm weg hier. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Und das handelt immer von derselben Periode, von den 1260 Jahrtagen. Ich hoffe, die Frage ist zur Zufriedenheit beantwortet. Mehr als das. Herzlichen Dank, ja. Gerne geschehen. Die Offenbarung hatte ich schon, glaube ich, aus einer Lesung von dir wohl hören müssen, aber mich nicht daran erinnert, dass ich schon mal gehört habe. Mhm. Na, ich lese ja auch so viel, ne? Das tust du. Zum Glück. Ja. Okay, wer hat denn noch eine Bemerkung oder möchte gerne etwas zur Diskussion bringen? Hat vielleicht ein Verständnisproblem, möchte vielleicht Dinge nochmal erklärt haben, möchte vielleicht über etwas anderes sprechen, das kann ja auch, wir müssen ja nicht unbedingt hierüber sprechen, das kann ja auch gerne jemand anderes biblisches Thema hervorbringen, da habe ich auch kein Problem mit. Es geht darum, dass wir uns alle ein wenig besser kennenlernen und austauschen über das entweder gerade Gelesene oder über etwas anderes, was im biblischen Interesse für die ganze Gruppe und für den Einzelnen eventuell sein kann, also... Ich bitte euch, dann eure Kommentare mal zu geben. Ich habe ja auch nur gefragt, genau. Du hattest eben etwas über Kronos erwähnt in der Lesung. Ich kriege aber jetzt nicht mehr den Kontext hin. Ja, Kronos. Einige Leute meinen ja, weil ich eine Uhr in meinem Ding habe, bin ich ja auch so ein Teufel. Ne? Das ist ja Kronos. Und Joggler 66, das ist ja 666, wobei die Leute wohl nicht richtig zählen können. Zwei Sechsen sind bei mir keine drei. Aber das sind immer dieselben Idioten, die solche Dinger nennen. Also da wird mir langsam schlecht von. Kronos ist im Grunde ein anderer Name für Nimrod. Mhm. Ja, ja, da wollte ich drauf hinaus. Denn Kronos ist eigentlich gleichbedeutend mit Saturn. Und da sind wir schon wieder bei den Saturnalen. Da sind wir schon wieder bei der Anbetung von Nimrod im römischen Reich. Sind wir, da geht das ganze Buch von Alexander Hislop ja drum. Ich weiß, hast du die Lesung gefolgt oder so? Weil ich weiß, du hast ja so viel von mir geschaut, Michael. Ich weiß nicht, ob du das jetzt geschaut hast, von Babylon nach Rom von Hislop. Ja, von Babylon über die Diktatoren hin zu den Herrscher des Bösen nach Griesinger alles. Ich weiß gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Aber im Endeffekt ist es so, da kommst du ja auch wieder in dieser Schleife genau wieder auf diese heidnische Geschichte und auf diese heidnische Anbetung des Kultes in Rom. Und wenn ich mir das Pantheon so betrachte, da sieht das für mich echt schon so aus, als wenn jemand zuerst eine Jupiterkuppel gebaut hat und dann davor einfach die römischen, nenne sie jetzt nochmal, die Stelzen davor gestellt hat, diese römischen Säulen davor gestellt hat. So sieht das für mich aus. Also, genau das, ja. Ja. Sehe ich genauso. Und ja, jetzt, wo du es selber erwähnt hast, Jörg, zu dem Einwurf eben wegen der 66 und was so Leute sagen. Ich wollte es mir für nach der Aufnahme aufheben, aber ich sag's doch mal direkt.
Ja, also würde man also behaupten, du wärst ein von mir aus Doppelagent oder sowas ähnliches, ne, wie Dr. Walter White hier einer ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und ja, also so einen Dauerdenunzianten gegen den Antichristen wie dich kann man sich da eigentlich kaum ausdenken. Also ich sag mal, ein größeres Eigentor könnte man sich da gar nicht damit schießen. Also. Tja, ich sage immer, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ne? Messt mich dann an meinen Früchten, messt mich dann an meiner Arbeit, anstatt ja, an irgendwelchen kabbalistischen Zahlen. Ich meine, wenn man sich mal, ich will da jetzt ja gerne mal drauf eingehen, ich nehme mir gerne mal eben die Zeit. Ich habe hier, einen zweiten YouTube-Kanal, ja? Den kennt nicht jeder von euch. Einige kennen ihn, einige kennen ihn nicht. Wir machen mal eben den zweiten YouTube-Kanal auf. Der hat ein Banner, ein Logo hier oben, ja? Das ist so voller kleiner Sechsecke. Das hatte ich früher auf meinem Hauptkanal auch, deswegen steht hier Joggler 66. Das hat vor Jahren, als ich meinen YouTube-Kanal machte, das muss so im Laufe von 2011 oder so gewesen sein, da habe ich noch nicht mal an Gott geglaubt. Da hat er mich immer noch gezogen, aber ich habe dagegen gestribbelt. Das hat mir einer gemacht, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Behold a Messenger. Der hat damals unglaublich viele Videos hochgeladen von Bill Cooper. Möchte ich euch mal eben zeigen. Behold the Messenger. Ich habe von dem, glaube ich, noch ein Bild hier. Der hat sich nämlich dann leider von YouTube zurückgezogen. Seinen Kanal geschlossen. Dann hat er ihn wieder auf. Ich hab ihn damals erwähnt in einer Lesung von Hour of the Truth. Im Englischen ging das damals. Hier, weiß nicht, ob ihr das jetzt gut lesen könnt. Behold, the Messenger hat reagiert auf deine Reaktion. Ja. Danke, Freund, du warst einer meiner ersten Abonnenten hier und wir gehen eine ganze Menge ganz weit zurück. Ich habe sehr genossen, um deine Videos zu schauen und habe sehr viel Vertrauen zu dem Punkt, wo deine Sendungen dich hinführen. Danke für deine Freundschaft durch die Jahre und Liebe zu dir. Und ich mache selber keine Shows mehr und dies war niemals über mich. Das war seine Reaktion, die er gebracht hatte, als ich ihn in Hour of the Truth erwähnt hatte und in Danksagung an und dass ich merkte, dass sein Kanal auf einmal verschwunden war. Dann, was ist das hier? Das ist Behold the Pale Horse. Also das war es von Behold the Messenger, das war der Text von ihm. Und der hat mir damals dieses Logo hier entworfen. Ich kann sowas nicht. Ich habe noch nicht mal ein Bildbearbeitungsprogramm oder sowas auf meinem Computer. Ich bin ein absoluter Computer. Naja, ich kenne da nichts von. Ich weiß, wie ich ihn einschalten und ausschalten muss. Und dazwischen hört es ungefähr auf. Und der hat das für mich gemacht. Und da gibt es Leute, die erzählen hier über diese Sechsecke, Saturn, Fünfecke oder was weiß ich. Ich kann ja gar nicht richtig sehen. Ich sage, für mich war das einfach nur ein Mosaik. Ich habe da auf solche Sachen überhaupt nicht geachtet. Mit Joggler 66 kriege ich denselben Anfall. Dann dieser Detlef Dadowitz, der letztens ein Video drüber machte, mich da erwähnte von, ja, Joggler 66 da und dann Joggler 77 auf Skype. Was soll denn der Scheiß? Bin ich dafür hier, um mich zu rechtfertigen für solche Sachen? Oder sind die Leute dafür da, um sich vielleicht mal meine Lesungen anzuhören und das im Grunde zu folgen, meiner Arbeit zu folgen und anstatt immer irgendwelche Dinge da zu suchen, die da nicht sind. Ich meine, wenn jemand glaubt, dass ich ein verkappter Jesuit bin, bitte, dann kann ich ihm nicht helfen. Da muss er das halt glauben. Aber kann ich auch nicht ändern, ne? Also das hat jedenfalls damit nichts zu tun. Und mal eben in dieser Runde, dass ihr das alle wisst hier, Joggler 66, ich habe da überhaupt keinen Grund, das irgendwie geheim zu halten oder so. Das ist, weil ich 1966 geboren wurde. Ja? Und wie der Name Joggler sich zusammensetzt, ist noch eine ganz andere Sache. Ich glaube, das habe ich mal erzählt in dem allerersten Video von Nothing But The Truth, wo Michael Adams mich damals 2014 interviewt hat. My Journey from Truther to Disciple to, was war ich, komme ich auch nicht, wir können mal gucken, Abspielliste Nothing But The Truth und da das allererste Video drin, da kommt das drin vor. Ich bin 1966 geboren und von daher die Abkürzung 66 und Joggler 77 auf Skype, 7, ich weiß nicht warum, ich hatte keine Ahnung, dass das so eine göttliche, gute Zahl der Vollendung ist. 7 war schon immer meine Lieblingszahl, genau wie Blau immer meine Lieblingsfarbe war. Die Farbe, die komischerweise den römischen Priestern überall drin fehlt und die damals Gott bei den Leviten ordiniert hat in dieser Plakette, die sie tragen mussten, wo eben auch Blau drin war. Blau ist meine Lieblingsfarbe und 7 war meine Lieblingszahl. Ich habe die zweimal genommen, 77 und deswegen Joggler 77.
jeder, der da irgendwas anderes reininterpretieren will, bitte, kann er ja tun, aber deswegen hat er noch lange nicht die Wahrheit auf sich. Ich hätte dann noch eine Geschichte, denn die jetzt in dem Zusammenhang jetzt vielleicht auch mal ein wirklich schlagkräftiges Argument ist. Wenn jemand mal schaut, wo der Unterschied zwischen Joggler 66 und Walter Veit ist, ist nicht der fehlende, akademische Titel, sondern halt einfach die Tatsache, dass der Walter Veit durch die ganze Welt reist und da seine dotierten Vorträge hält. Und ich will dem Menschen jetzt gar nichts. Aber der Unterschied ist, dass der Kanal oder alle Kanäle, die Joggler 66 affin sind, völlige Non-Profit-Kanäle sind, wo also wirklich keine Werbeklicks generiert werden, wo kein Umsatz mit erzielt wird. Im Gegenteil, die ganze Sache kostet Zeit und natürlich auch ein bisschen Geld und Hardware. Und das betrifft ja nicht nur den Joggler-Kanal, sondern auch alle, die dazu mit beitragen, die Lesungen machen, die Übersetzungen machen, die zur Weiterverbreitung aufrufen etc., die spiegeln und. Das sind alles, soweit mir bekannt, halt einfach ganz normale Menschen und vor allen Dingen, es besteht überhaupt kein finanzielles Interesse daran. Also warum soll jemand so viel Zeit und Arbeit und Ehrgeiz in ein Projekt investieren, wo er eigentlich keinen materiellen Gegenwert für bekommt? Und das ist halt einfach der große Unterschied zu vielen großen bekannten Namen. Ja, und bei Walter Veit möchte ich nochmal eben anholen, für die Leute, die es nicht wissen, Walter Veit arbeitet für eine Organisation, die heißt Amazing Discoveries. Ja, wollte ich ganz sagen. Zum ersten schirmt Amazing Discoveries Walter Veit auf eine Art und Weise ab, dass man weder an eine Telefonnummer noch an eine E-Mail kommt, um den Menschen jemals persönlich zu kontaktieren. Damit ist er für mich schon mal kein Bruder in Christus, weil dann stehe ich für alle Leute offen. Dass er eventuell Leute braucht in seiner Organisation, die ihm helfen, die ganzen Anfragen zu bearbeiten, das kann ich begreifen. Aber dass seine Organisation nicht bereit ist, auch nur irgendeine Kontaktadresse, telefonisch, E-Mail oder was auch immer zu geben, über die man ihn kontaktieren kann, wenn man Probleme hat mit seinen Lehren, das finde ich verkehrt. Und Amazing Discoveries ist eine 501c3-Organisation und ist damit eine amerikanische Regierungsagentur, genau wie alle anderen Kirchen in Amerika, die unter das 501c3 den Steuerbefreiungsstatus fallen. Und Walter Veit habe ich oft Videos geguckt, im Englischen und im Deutschen, rauf und runter, und am besten finde ich von ihm drei englische Beiträge. Das erste ist Battle of the Bibles, das es auch in Deutsch gibt, Schlacht der Bibel oder Krieg der Bibel. Und zwei dazugehörende Videos, die heißen Changing the Words 1 und 2. Und da legt er ganz deutlich offen, wie die König James aufgrund ihrer Basistexte das einzig wahre bewahrte Wort Gottes in unserer Zeit in Englisch ist. Macht da über 3 Stunden Videos von. Und dann schaut euch mal seine neuen Vorträge an. Da zitiert er aus der NIV, aus der RSV, aus der ASV, aus allen möglichen korrupten Bibeln, auf die er davor hinweist. Ja, Entschuldigung, das ist für mich ein absoluter Verlust der Glaubwürdigkeit. So, und jetzt mal eben hier Florian, der hier schreibt, dass er schon immer Mühe hatte mit der Adventistenauslegung. Ja, das Bauchgebühr stellt sich quer bei mir auch, Florian, da sind wir schon zwei. Es heißt, dass die Frau 1260 Tage ernährt wird, aber die Katholiken haben ja in dieser Zeit Bibelgläubige abgeschlachtet. Das stimmt. Sie haben die Waldenser auch verfolgt. Aber sie haben die Waldenser nie ausgerottet. Die Waldenser gibt es übrigens heute noch, Florian. Nur, heute sind die ökumenisch. Ja? Die Frau wurde verfolgt. Okay, sie hat sich in die Wüste zurückgezogen. Und wenn ihr da Bücher lest, wie zum Beispiel die Geschichte der Waldenser von James Atkin Wiley oder die Geschichte des Protestantismus von James Atkin Wiley, ein wunderbarer Autor, wo Maximilian, die sich jetzt dran gemacht hat, das Buch zu übersetzen von James Atkin Wiley, das Papsttum ist der Antichrist, eine Demonstration, 50 Seiten Buch von James Atkin Wiley, was er angefangen hat zu übersetzen, was ich dann auch in Deutsch wohl bringen werde müssen. Wenn man sich mit den Werken beschäftigt von James Atkin Wiley und auch anderen Werken von Henry Grattan Guinness und anderen Autoren, dann versteht man das natürlich sehr gut. Also wie gesagt, die Protestantisten wurden verfolgt, natürlich während der Inquisition, die werden bis heute verfolgt, das hat nie aufgehört. Und sie wurden abgeschlachtet, auch die Waldenser wurden abgeschlachtet. Ich habe da
Berichte in Büchern drüber gelesen, da dreht sich einem der Magen um, wenn man das liest, wie die das schreiben, was da passiert ist. Fox's Book of Martyrs ist auch eine tolle Referenz, die man mal lesen kann. Gibt's, glaube ich, auch in Deutsch. Müsst ihr euch mal im Internet erkundigen. Und ja, die Kirche wurde immer verfolgt, aber deswegen hat Gott trotzdem dafür gesorgt, dass ein Teil dieser Kirche überlebt hat. Übrigens, was viele Leute nicht wissen, Martin Luther hatte Kontakt zu Waldensern. Ja, die Waldenser sind aus dem Süden von Frankreich, immer zu zweit. Jedes Jahr haben sie Leute aus ihren Verstecken im Süden von Frankreich, im Norden von Italien rausgeschickt in die Welt, um die Aufgabe zu erfüllen, die Jesus Christus ihnen wie jedem anderen Christen gegeben hat. Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium jeder lebenden Kreatur. Und es ist ziemlich als erwiesen erachtet, dass Martin Luther über Bohemien Kontakt hatte mit Waldensern in seiner Zeit. So. Gibt da auch eine schöne Doku auf YouTube, das heißt The Israel of the Alps. Ja, ein Dreiteiler. Ganz, ganz tolles Video. Mhm. Ja, stimmt, habe ich auf meinem zweiten Kanal auch in der Spielliste abgespeichert. Für diejenigen, die Englisch können, absolut schauen. Israel of the Alps. Ja. Walter Veit hatte ja auch Zugang zu Geheimbücher und okkulten Freimaurerei. Wie stolz er darüber spricht, bekomme ich das Kotzen. Ja, da gibt es dieses eine Interview, wo er, glaube ich, mit seiner Frau da zusammensitzt und wer da erzählt, wie er durch seinen Schwiegervater da in diese Dinger damit reingekommen ist und wie dieser Großmeister ihm auf einmal da Bücher gegeben hat. Ja, das glaube ich. In Deutsch. Ist das in Deutsch oder ist es in Englisch, weiß ich nicht. Nein, die Bücher wären in Deutsch gewesen. Ach so, ja, kann sein. Walter Veit ist ja perfekt in Deutsch, also von daher. Also das Interview ist in Deutsch. Ja, Walter Veit spricht Englisch und Deutsch und Afrikaans und ich weiß nicht, welche Sprache noch, aber die drei auf jeden Fall. Also ja, Niederländisch genau. Ein bisschen, hauptsächlich Afrikaans, aber eben Deutsch und Englisch. Also wenn also der Vergleich in Lorian, nochmals zum 12.6 Offenbarung, eben ich habe das immer so verstanden, dass Gott, sprich die Frau, die Gemeinde in dieser Zeit behütet und dass dass Satan keinen Zugang hat. Also ich habe das irgendwie auch missverstanden, diese Textstelle. Naja, es geht darum, dass die Frau, also die wahre Braut Christi, ja, die wahre Kirche, sich zurückzieht von der Verfolgung in eine unzugängliche Gegend, die halt eben, sprich die Wildnis, ja. Ja, Wildnis, ne? Das sind die Täler und die Berge im Piemont. Norditalien, Südfrankreich, da unten die ganze Ecke. Später kamen da ja auch noch die Hugenotten mit zu, die auch unten im Süden Frankreich gelebt haben. Carcassonne, Toulouse und so weiter im Mittelalter. Und die alle im Grunde zurückgehen auf die Waldenser. Das ist ein ganz tolles Volk. Mit Tom Fress habe ich öfter schon mal Studien drüber gemacht und Tom Fress meint auch, er sagt, die ersten wahren Christen, die damals in Rom waren, ja, an die hat ja damals Paulus seinen Römerbrief geschrieben. Als die aus Rom wegen der Verfolgung geflüchtet sind, sind die nach Norditalien gegangen, eben in die Felder, sind in die Täler gegangen und haben da sind die ursprünglichen Waldenser gewesen. Und dann später gab es ja diesen Waldo, der die Waldenser mehr oder weniger zwischen Anführungszeichen gegründet hat oder übernommen hat, der ihnen geholfen hat, nachdem das dann benannt wurde. Aber das Volk selbst gab es ja schon. Das ist wirklich das wahre apostolische Christentum, das damals aus Rom von der Verfolgung geflüchtet ist. Ja. Und steht hier im Klartext, heißt ernähren, nicht behüten. Ich meine, es heißt sowohl das eine als das andere. Es geht darum, ernährt wird man ja nicht nur durch Brot, sondern wie es in der Bibel bereits geschrieben steht, der Mensch ernährt sich nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das fortgeht aus dem Mund Gottes. Okay? Da spricht Jesus in der Wüste. Also heißt es mit anderen Worten, Gott sorgt dafür, dass seine Kirche mit seinem Wort ernährt wird für die 1260 Tage. Das heißt, das Wort auch behält und behütet und beschützt und rausbringt aus sich selber und eben dafür sorgt, dass Gottes Wort verbreitet wird. Ja. Also ich meine, dass man das sowohl als ernähren als auch behüten oder beschützen kann. Gott beschützt sie dadurch, um sie in diese Wildnis zu schicken
und ernährt sie dann dort. Lassen wir uns darauf einigen. Wir wollen ja hier jetzt auch nicht Korinthen kacken, ne? Genau. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Sind da noch andere Wortmeldungen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Bitte. Und zwar... Wer spricht denn da jetzt gerade? Stefan. Ah, okay. 79. Du hattest vorhin gesprochen von der Fußnote in dem Buch von Hislop, von Babylon nach Rom. Mhm. Ich habe das Buch auch da und wollte mir das nochmal durchlesen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welche das war. Dann suche ich dir mal eben raus. Ich habe sie hier stehen. Auf Seite 231. Ah ja, irgendwas mit 200 hatte ich noch im Kopf. Ja. Schon ein bisschen gut. Auf Seite 231 gibt er an die Fußnote 941. 941, okay, danke dir. Und die beginnt mit ab dieser Zeit. Ne? Ich will mir das auf jeden Fall nochmal eigenständig hier studieren. Auf jeden Fall sehr interessant. Also war bist ja auch immer auf diese anderen Auslegungen unterwegs. Ja, wie die meisten. Wahrscheinlich auch durch den Wald auf Heid, weil den habe ich auch immer sehr gerne geschaut bisher. Ja, es ist ja auch so verlockend. Der bringt so Geschichte, wie man sie sonst nirgendwo gelehrt bekommt. Und erheischt sich dadurch ein Vertrauen, dass er seine Falschlehre mit einbauen kann und man da gar nicht drüber nachdenkt. Ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster und ich muss die Studie noch seriös wirklich anfangen und ich will das eigentlich tun. Zusammen mit Nicholas Arthur, das ist derjenige, der First Amendment Radio laufen lässt in Amerika. Ich will den darüber ansprechen, weil über den bin ich darauf gekommen. Es geht um die Falschinterpretation aus Daniel Kapitel 8 von den 2300 Jahrtagen. Und zwar habe ich eine Audioaufnahme von vor einigen Jahren, wo Nicholas Arthur mit Tom Fress in der Sendung drüber gesprochen hat und erzählt hat, dass das eine Falschlehre ist. Nun, vorhin hat hier einer geschrieben, dass er immer schon Bauchschmerzen hatte wegen der, wer war denn das hier? Florian sicher? Adventistenauslegung, Bauchgefühl stellt sich quer. Ja, also Bauchschmerzen bekommen hat, sage ich jetzt mal. Habe ich auch gehabt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, jetzt mal ganz im Ernst, dass der Prophet Daniel eine Vorhersage macht, wo eine freimaurerische, von Jesuiten gesteuerte Kirche 1844 das Licht erblickt, aus einer Bewegung heraus, die ein zweites Kommen von Jesu Christi hervorsagen wollte und diese Vorhersage nicht in Erfüllung ging. Nämlich die Millerite-Bewegung, wie man das kennt. 1843. Aus dieser Bewegung, aus dieser enttäuschten Bewegung, dass Jesus halt nicht damals zurückgekommen ist, hat sich die Sieben-Tags-Adventistenkirche entwickelt. Und zwar haben die dann behauptet, dass was Daniel in Kapitel 8 über die 2300 Tage sagt, das Reinigen des Heiligen und Heiligtums, ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, dass das von Jesus Christus damals gemacht wurde. Und seitdem ist Jesus Christus beschäftigt, er hat nichts anderes zu tun, ja? Er ist da oben im Himmel beschäftigt, um ein investigatives Urteil zu fällen. Das ist die Lehre der Sieben-Tags-Adventisten. Ja, diese Heiligtumslehre. Aber ja, nur das Problem ist, jede Prophezeiung in der Bibel kann man hier in dieser Welt erfüllt sehen. Aber dass da oben im Himmel Jesus seit 1843 da im Allerheiligsten rumläuft und irgendwie, wie die Sieben-Tags-Adventisten einem das probieren zu erzählen, ein investigative judgment, also investigatives, untersuchendes Urteil am Machen ist. Das kann ich hier auf der Welt nicht sehen, dass es erfüllt ist. Und außerdem ist mein Gott so ein perfekter Gott,
Der braucht nicht hunderte von Jahren, um irgendein Urteil zu fällen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber dann habe ich einen anderen Gott als die SDA-Leute. Ich habe den Gott der wahren Bibel. Und welchen die haben, naja. Außerdem Alan G. White, wenn man bei den, bei den Sieben-Tags-Adventisten dazugehören will, da muss man Alan G. White als, als Prophetin erkennen. Das muss, sonst wird man da nicht akzeptiert. Und die Alan G. White hat in verschiedenen Schriften von Gaia gesprochen, von Mutter Erde. Ja? Und ich kann euch das zeigen, ich habe die Links alles hier, also es ist nicht, dass ich mir das aus dem Daumen sauge, das kann auch jeder im Internet selbst rausfinden. Aus ihren Schreiben. Mother Earth. Ja? Hast du schon besprochen auf deinen Kanälen? Bitte? Hast du auf jeden Fall schon besprochen, habe ich von dir schon gehört. Schon ja gut, ich hab das halt nicht im Detail besprochen bis jetzt. Ich werde das irgendwann vielleicht nochmal machen, wenn ich die Zeit dazu bekomme und wenn ich mit Nicholas Arthur mich mal kurz schließen kann. Aber Nicholas Arthur mag mich nicht besonders. Dann muss ich erstmal sehen, wie ich das geregelt kriege. Naja. Also weil ich derjenige war, der jetzt hier den Vergleich von wegen Doppelagent zu Dr. White und dir gezogen habe, ja, sage ich auch nochmal ganz kurz selber, wenn ich kann, dazu. Meine Partner und ich waren selber, nachdem wir viele tolle Vorträge von ihm gehört hatten, also ich habe den vor 10 Jahren schon mal gehört gehabt, aber dann eben intensiv, mich da irgendwie mal hinzumelden. Und wir waren schon entschieden, nächsten Sonntag mal bei uns, sie fand was in der Nähe hier, 7-Tags-Adventistenkirche. Und ich glaube, 1-2 Tage, bevor wir da wirklich hin wollten, hat sie mal kurz nochmal irgendwie recherchiert und dann halt gefunden, von wem die Kirche halt gegründet wurde. Und das ist halt so die Sache mit dem Niveau, ne? Auf dem Niveau, wo Leute wie er und andere Vorträge halten, da steckt die Lüge nicht in dem, was sie sagen, vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch im Weglassen von Wahrheiten. Und sich selber mal als Hochgrad-Freimaurer zu denunzieren, würde im Prinzip dann der Ehrlichkeit oder der Wahrheit entsprechend ja, ihm eigentlich dann schon zustehen. Und nur mal so nebenbei, ne? Unabhängig interessant, davon, interessant ist, dass du das bringst, weil das ist ein Spruch, der steht auf meinem Hauptkanal. Zwar in Englisch, von Martin Luther, ein Zitat. You are not only responsible for what you say, but also responsible for what you don't say. Also du bist genau. Nicht nur verantwortlich für die Dinge, die du sagst, sondern du bist auch verantwortlich für die Dinge, die du nicht sagst oder die du weglässt. Genau. Und weglassen von Informationen ist auch Lüge. Ja. Ganz genau. Ja. Und ja, also selbst wenn man davon ausginge, ja, dass du auf irgendeinem Grund nicht dem Weg Gottes folgst. Also, wie gesagt, so ein Dauerdenunzianten des Antichristen, also, ja, wenn du dem denn folgen würdest, wie dich, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, gerade jetzt nach diesem Vortrag, allein schon die drei zu finden, neben Gregor jetzt natürlich, was ich eigentlich am ausschlägigsten finde, einem, ja, der schließlich zum Antichrist gekrönt werden sollte. War doch richtig verstanden von mir, ne? Und das halt ablehnt. Genau. Gregor der Erste hat das abgelehnt und hat davor gewarnt und hat gesagt, derjenige, der den Titel annimmt oder sich von anderen dazu ernennen lässt, der ist der Vorläufer des Antichristen. Und ich lasse einfach das Wort Vorläufer weg, weil biblisch gesehen ist das der Antichrist. Und so ist das geschichtlich. Jeder. Ja, jeder, der sich erhebt, ja. Und wenn man dir halt so folgt, da ist halt kein wirkliches Erheben dabei. Man könnte ja mal fragen, ob du vielleicht mal die Vorträge bei Discovery halt mal einfach so mitbringen könntest. Da würde man es ja dann, denke ich mal, finden. Ob da was dran ist oder eben nicht. Und das, denke ich mal, würde abgelehnt werden. Das Letzte habe ich jetzt nicht gut verstanden, was du sagtest. Vom Sinn her? Ja. Okay. Ich meinte, man könnte ja einfach mal akustisch und vom Sinn her habe ich es nicht gut verstanden, ja. Ja. Wenn, man könnte ja einfach mal bei dem Discovery Channel, für den er da arbeitet. Ah, Amazing Discoveries, ja. Amazing Discoveries, genau. Könnte er mal einfach mal anfragen, ne, wenn man ihn schon nicht direkt erreicht, ob nicht etwas von dir mal dann, etwas von dem Kaliber hier, ja, mal irgendwo weiter, dann würde man ja merken, inwieweit da eine Zusammengehörigkeit ist oder eben nicht. Ja, den Finger in die Wunde legen, ne? Ja, könnte man auch so sehen. Ja. Ja, ich denke, das bringt dir nicht viel. Das sind die Institutionen, wie zu mächtig sind. Also, was willst du da groß dagegen, gegen diese Leute etwas anhaben? Nee, so habe ich es gar nicht gemeint. Ich meinte nur, wenn man halt denken würde, wenn das irgendjemand behauptet, so wie das ja passiert, dass Jörg irgendwie ein ja, Nicht-Aufklärer wäre oder sogar den Antichrist folgt, weil er hier eine 66 drin hat oder was man sonst so sagen könnte. Wie gesagt, am letzten Beispiel könnte man eigentlich recht schnell feststellen, dass das nicht funktioniert. Alleine schon, wenn man sich vorstellt, da anzufragen, ob etwas von dem, was du hier bringst, da gebracht werden würde. Niemals. Definitiv nicht.
Nee, das glaube ich auch, dass die das nicht machen würden. Ich frage mich dann eher so, wieso bist du eigentlich noch am Leben? Bei Dr. White kann man sich das gut vorstellen, der wird ja hochgehalten. Von dem, der geschützt wird, denke ich mal, ist klar. Weil ich nicht so viele Folger habe. Weil die kleine Stimme, die ich habe, bis die gehört wird, das wird eine ganze Weile dauern. Ich meine, deswegen hat ja letztens wegen diesem Datennetz durch Schutzsuchungswesen, weiß ich, Gesetz da, dieses Video von mir gesperrt worden, da Deutschland erwache. Wisst ihr, warum sie das gesperrt haben? Wegen dem Titel, nicht wegen dem Inhalt. Es steht schon in der Beschreibung drin, dass ich an den Geist der Deutschen aus dem 16. Jahrhundert appelliere. Und das hat nun wirklich nichts mit dem Dritten Reich zu tun, oder? Und ich habe dasselbe Video, exakt dasselbe Video, auf meinem zweiten Kanal hochgeladen. Nur auf meinem Hauptkanal hatte es zur Zeit der Sperrung in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum 2830 Klicks. Auf dem zweiten Kanal 70. Aber das Video steht da immer noch, heute noch, jetzt noch. Das heißt, die machen nur irgendwie eine Wortsuche und gehen auf irgendwelche Schlagworte ab, Stichworte, ja, nach dem Motto Deutschland erwache. Oh, da muss ein Nazi sitzen. Interessiert ihr überhaupt nicht, worum es geht. Ich war auf dem Spaziergang mit meinem Hund und habe erzählt über den Geist, den reformatorischen Geist der Deutschen im 16. Jahrhundert. Es gab keinen Grund, dieses Video zu sperren und ich habe niemals die Möglichkeit gehabt, mich darüber zu wehren, weil ich wusste nicht mal, dass ich etwas angeklagt wurde, von wem ich angeklagt wurde. Ich bekam nur eine E-Mail von YouTube. Dein Video ist in Deutschland und Österreich, glaube ich, gesperrt. Ja, genau. Weil die Deutschen sich da beklagt haben und wir haben dann uns dazu entschlossen, das Video zu sperren. Punkt aus. Ich habe von der Anklage nie gehört. Man kann mir nichts zu Last legen, weil ich nichts Verkehrtes gesagt habe. Nee, weder in dem Video noch in einem anderen Video. Ja, okay, ich habe natürlich etwas gesagt, was nicht politisch korrekt ist und was den Herrschern von heute wohl nicht besonders gefällt. Aber ich rede dem ja auch nicht nach dem Maul. Ich rede nach Gott seinem Mund und nicht nach den Herrschern dieser Erde, die im Antichristensystem sind. Ja. Eben, da ist schon eine gewisse Gefahr, definitiv. Ja gut, das stört mich aber nicht. Ich fürchte nicht denjenigen, der meinen Körper hier auf dieser Erde zerstören kann, ich fürchte den, der Seele und Geist in der Hölle zerstören kann. Seele und Körper in der Hölle zerstören kann. Ja? Vor dem habe ich Angst. Man muss ja auch sehen, dass im Prinzip, wenn man jetzt jemanden als Antichristen, Bäscher oder wie auch immer bezeichnet, dann ist man ja in einer sehr guten alten deutschen Tradition. Denn schließlich war ja Luther halt eigentlich derjenige, der überhaupt erstmal so im weiteren Bekanntenkreis eine breite Wirkung entfacht hat und dann den Papst als Antichristen gebrandmarkt hat. Und nichts anderes macht er ja eigentlich mit dem Channel. Ja. Mhm. Ganz genau, da können wir froh sein, dass der Kanal noch nicht gelöscht wurde. Also die sind ja schon mal viel dabei und wenn es bei dir jetzt da gerade erst anfängt, also ich hoffe, dass es echt nur das ist. Also ich habe jetzt zwar nicht den Platz, um alles runterzuladen, aber das hast du ja auch schon oft gesagt, ne? Und ja, also ich meine, das ist schon wirklich ziemlich ernst, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Gefahr, definitiv. Und vor allem, wenn es halt nur wäre, dass der Kanal halt, ne, diese Kleinigkeiten mit einem Video, da sieht man es ja schon, auch ganz andere Themen, wie schnell das irgendwie angegangen wird. Also da ist echt, wie man so schön sagt, halt Glück dabei, ne? Welcher Geist über Jörg wacht, das sollte man dann eigentlich schon langsam mitbekommen. Ah, ich muss mich hier auch nochmal kurz einschalten, leider, und ein bisschen die Einmütigkeit stören, auch wenn es mir total leid tut, denn ich bin ja auch total eurer Meinung. Aber auf die Argumente möchte ich nochmal ein bisschen eingehen. Und zwar, wenn man sagt, jetzt Jörg ist hier mit seinem Kanal völlig unterwegs, ohne kommerziell zu agieren und ohne Geld dafür zu bekommen. Okay, würde er, was absurd ist, ja, aber für den Antichristen arbeiten, dann hätte er schon seine Geldquellen. Dann müsste er seine Zuschauer nicht unbedingt anpumpen. Und bei Walter Veit gilt natürlich auch wieder, finde ich, er ist ja auch ein dauerhafter Bäscher des Antichristen. Er kritisiert sogar seine eigene Kirche, seine Siebenten-Tags-Adventistenkirche, natürlich ohne ins Detail zu gehen. Ja, sonst würde er sicherlich noch mehr Probleme kriegen. Also, ich würde dabei bleiben. Es ist die reine Lehre, die Konformität mit der Bibel, die einen wirklich auszeichnet. Und sicherlich, wenn einer eine große, große Reichweite hat, dass man ihn gewähren lässt, da kann man natürlich schon skeptisch werden, auf jeden Fall. Richtige Worte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es gibt ja auf YouTube ein Video,
wo der Waldung Veit so einige Handzeichen macht, die etwas verdächtig sind. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gesehen hat. Ja, ich weiß das jetzt nicht von Walter Veit, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ich habe ja schon mal ganz schön auf den Sack gekriegt, als ich Bill Hughes in der Hinsicht angegriffen habe. Ich weiß nicht, wer von euch Bill Hughes kennt. Nee, hilf auf die Sprünge. Behind the door. Ja, Bill Hughes ist derjenige, der die Lektion gehalten hat hinter der Tür. Warte mal hier, Bill Hughes, also erstmal ein normales Bild von ihm, das ist Bill Hughes hier. Der ist ein ehemaliger Sieben-Tags-Adventist, der wurde Anfang der, also leg mich jetzt bitte nicht fest, ich meine Anfang der 90er Jahre, wurde er aus der Sieben-Tags-Adventistenkirche ausgewiesen, weil er nicht nachgelassen hat, die Drei-Engel-Botschaft zu bringen, also den Papst als Antichristen zu denunzieren. Und da haben sie ihn rausgeschmissen und er hat seitdem seine eigene Kirche, seine eigene Kongregation, fährt reist in der ganzen Welt rum, hält Vorträge, alles drum und dran. Ich habe von ihm eine 55-teilige Serie hochgeladen auf meinem Zweitkanal, auf diesem Kanal hier. Die heißt Behind the Door, also hinter der Tür. Für diejenigen, die Englisch können, ist das sicherlich interessant, sich das anzuschauen. Ich zeige euch da mal eben die Videos, was da so drin ist. Das ist immer die Abspielliste am Ende hier, ne? Da musst du alles laden hier. Mal eben sehen. Behind the Door, wo ist das denn hier? Hier ist Behind the Door. Ganze Abspielliste wiedergeben. Es sind 56 Videos. Die habe ich damals von Jesus is Going to Win, heißt der YouTube-Channel, als Audios auf CD zugeschickt bekommen. Und der Bill Hughes fasst hier in den ersten Videos das zusammen, worüber er in seinen zwei Büchern drüber spricht. Er hat das Buch geschrieben The Secret Terrorists, also die geheimen Terroristen, und The Enemy Unmasked, der Feind demaskiert. Und da geht es über solche Dinge wie zum Beispiel, ach so, das ist hier ganz am Ende, die ersten Videos hier, das Sinken der Titanic und die jesuitischen Hintergründe davon, der Anschlag auf John F. Kennedy, dann die Präsidenten Harrison Taylor und Buchanan, die alle drei ermordet wurden von Jesuiten, Oklahoma City Bombing aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, Abraham Lincoln und seine Ermordung, der 11. September, das passierte übrigens genau zu der Zeit, als er diese Lesung gemacht hat. Er hat die Lesung gehalten 2001, 2002, 2003. Und er spricht hier unter dem Eindruck, weil da ist 9-11 gerade passiert, mehr oder weniger live. Ja? Und dann seht ihr hier, da geht es zum Beispiel auch um Waco 1993, das habe ich auch bereits in einer Lesung angesprochen, Waco und Tony Alamo und die Bush-Familie und die Hintergründe und jesuitische Infiltration und so weiter und so weiter. Also sehr interessante Serie, die der Bill Hughes macht. Und dann habe ich den Leuten auf einmal das Foto hier gezeigt. Ja, okay. Er hat hier einen Vortrag, den er hält. Drei Engel über Afrika, Pastor Bill Hughes. Und da steht er hier, macht hier das Teufelshorn und zeigt hier mit einem Finger nach unten. Also, hier oben mir, so unten. Entschuldigung, mir macht kein Mensch weiß, dass jemand, der so mit diesen Dingen sich beschäftigt, wie Bill Hughes, ein solches Zeichen aus Versehen macht. Kein Fall. Das macht mir keiner weiß. Aber bitte, jeder kann glauben oder soll glauben, was er glauben will. Ja, ich dränge keinem meine Meinung auf. Bill Hughes war lange ein Gast bei Tom Fress auf Inquisition Update, bis damals Nicholas Arthur ihn dummerweise rausgeschmissen hat. Gerade wo Tom Fress dabei war, ihn auf die Falschlehre der 2300 Jahrtage anzusprechen und ihn festzunageln auf dieser Lüge. Da hat Nicholas Arthur ihn rausgeschmissen. Leider, sonst hätten wir da auch noch Beweise von auf dem Internet. Seitdem hat Bill Hughes mit Tom Fress keinen Kontakt mehr. Leider. Und ich habe mit Bill Hughes nie Kontakt gesucht,
Unter anderem wegen dieser Sache und unter anderem, weil er Sieben-Tags-Adventist ist und ich mich von Sieben-Tags-Adventisten fernhalte. Aber die Lesung, die er hier gemacht hat, die ich hier euch ja zeige, hier in, hinter der Tür, behind the door, die ist geschichtlich so wertvoll, dass ich sie trotzdem auf meinem Kanal hochgeladen habe. Aber ich habe mir ab der Folge, welche ist denn das hier, 30 oder so, nicht mehr die Mühe gemacht, die Bilder noch zusammenzusuchen. In den ersten paar habe ich es auch nicht gemacht, aber dann habe ich echt jede Lesung Bilder eingefügt von den Büchern, die er zitiert hat, von den Menschen, die er angeführt hat und so weiter und so weiter. Also wirklich viel Mühe gemacht mit den Videos. Und ab der 30. irgendwo hier oben habe ich das dann nicht mehr gemacht. Da habe ich da einfach nur zwei, drei Standbilder genommen und habe ihn erzählen lassen und habe dann vor allen Dingen diesen Kommentar hier mit eingeblendet, der hier steht. Ich gehöre zu keiner Glaubensgesellschaft oder Denomination, wie man immer das nennt. Ich war niemals, nur jeder werde ich Teil einer organisierten Glaubensrichtung sein. Ich bin mir bewusst und zeige Beweise darüber, dass die Sieben-Tags-Adventistische Kirche von Freimaurern gegründet wurde und daher von Beginn auf an von den Jesuiten kontrolliert ist. Das nimmt nichts weg von dem, von der Untersuchung, von den Nachforschungen, die von früheren Sieben-Tags-Adventisten und unter anderem Bill Hughes zum Beispiel, aber zum Beispiel auch Bill Treffs. Die hier mit den Schleier damit wegnehmen von der Lüge und die Wahrheit ins Licht bringen. Erinnert euch daran, alle großen Protestanten, die uns die Reformation gaben, kamen damals immerhin auch aus der römisch-katholischen Kirche. Ja, Martin Luther war ein Augustinermönch, ne? Er kam aus der römisch-katholischen Kirche, aber er war ein Mann Gottes, meines Erachtens. Auch wenn er immer noch viele Fehler hatte und noch immer viele römisch-katholische Lehren in sich behalten hat, bis zum Tag seines Todes. Aber das muss er vor Gott verantworten und nicht ich. Ich muss meine eigenen Fehler vor Gott verantworten. Aber weil die Leute, die Protestanten damals aus der Reformation, die Reformation gegründet haben, aus der römisch-katholischen Kirche kamen, verwerfen wir deswegen die Reformation? Nein. Aber wir sind gerufen, um unsere Untersuchungen zu wiegen gegen das Wort Gottes. Deswegen schreibe ich hier die 1611 König James Bibel. Und deswegen frage ich euch, aufmerksam zu sein, was hier gelehrt wird und eure eigene geistige Ehrlichkeit zu gebrauchen. Wo bin ich denn hier? Zu gebrauchen über das, was hier gelehrt wird und schlussendlich zu euren eigenen Schlussfolgerungen, zu den hier präsentierten Fakten zu kommen. Schlussendlich ist Gott in Kontrolle und alles, was er tut und in control of everything and he does everything to get his people to his will. Ah ja, schlussendlich ist Gott in Kontrolle und er tut alles, um die Leute zu seinem Wort zu ziehen oder zu ihm zu ziehen. Das Wort von Gott ist über allem und ich hoffe, dass diese Videos euch helfen, um seine Wahrheit zu finden und um seine Wahrheit zu finden und nicht die Wahrheit des Menschen. So. Und dann gibt es hier ein Video von Vimeo, das auf Vimeo ist. Das sollte man erst schauen. Können wir kurz anklicken hier. Dann geht das hier oben. In the Heaven Ministries, an independent SDM. Ach, guck mal, gibt es gar nicht mehr oder was? Ja, Video gibt es nicht mehr. Tja, kann man nichts machen. Das passiert eben mit solchen Sachen. Und wie gesagt, wenn die Zeit und die Muße hat, sich die 56 Teile reinzuziehen, kann man auch einfach als Hörbedingung machen, also sich einfach nur die MP3s runterladen. Sollte man machen, sollte man sich anschauen. Ist nicht unwichtig. Aber wie gesagt, das mit Bill Hughes, und da haben mich einige Leute deswegen angefallen. Ich habe das auch in den späteren Videos immer reingebaut, das Bild, und mit einer Beschreibung damit bei. Entschuldigung, für mich ist das kein Zufall. Also mich seht ihr mit so einer, wenn ihr mich vor einer Kamera sehen würdet, dann würdet ihr mich solche Zeichen nicht sehen machen. So. Ah, okay. Das ist klar. Sowas gibt es nicht als Missgriff. Lass ich mir auch bei niemandem erzählen, keinem nee. Menschen. Man muss sich dermaßen, man kann es ja mal selber probieren, wenn man es nicht anders, und mal gucken, wie verkrüppelt man sich eigentlich fühlt, wenn man so eine komischen Fingerdinger macht. Mhm. Es passiert mir öfter, dass ich dieses Handzeichen mache, wenn ich zum Beispiel andeute, ich muss noch telefonieren oder so, weißt du? Dann macht man ja auch Zeigefinger und Daumen so und die drei Finger rein, ne? Was für ein Zufall, dass es das Zeichen fürs Telefon gibt, ne? Ja, ja, ne? Da fühle ich mich jedes Mal scheiße mit. Aber man, das ist so in dir drin, das merkst du gar nicht. Aber so wie er da, so wie er da steht, erzählt mir kein Mensch, dass er sich dafür nicht von bewusst ist, was er da in dem Augenblick macht.
Da könnt ihr ja mal googeln nach I love you. Weil das soll jetzt mittlerweile auch I love you heißen. Ja, ja, das ist in der Zeichensprache, das haben sie ja, wo dieses Bild, wo Papst Franziskus dieses Zeichen macht mit so einem Koreaner oder was am Arm, wo er da irgendwo in den Philippinen oder sowas da unten ist. Da gibt es ja dieses Bild von dem lachenden Papst Franziskus, wo er dieses Zeichen macht. Und da geht es eben um den abgespreizten Daumen oder was. Und dann heißt es I love you. Das heißt, ja, ich kenne Zeichensprache nicht. Es ist mir auch ziemlich wurscht. Ich meine, ich hoffe, dass ich sie nie lernen muss, dass ich mein Gehör behalte, dass ich solche Dinge nicht brauche. Aber ja, das ist natürlich, was im Augenblick in der Welt rumgeistert, dass das halt ich liebe dich in der Zeichensprache heißt, ja. Ich habe es auch so gehört, ja. Und was für eine dreiste Verarsche für alle Taubstummsprachenbenutzer, oder? Wenn das nicht der Wahrheit entspricht, sicher, ja. Und wenn das der Wahrheit entspricht, dann auch, dass sie sich da kein anderes Symbol für wählen kann, ne? Eben, genau das meine ich nämlich. Ja, das dachte ich mir, ja. Und da gibt es viel von dieser Verhöhnung auf dieser Ebene, ja. Ja. Viktor, was hast du denn noch zur Lesung zu erwähnen? Genau. Ja, ich weiß nicht, der Punkt ist, glaube ich, da noch gar nicht drauf eingegangen. Ich fand das so interessant, nur dass das Ende, was du noch vorgelesen hattest über Bismarck, weil wir ja wissen, zumindest wer so ein bisschen die Lesung hinter den Diktatoren auch verfolgt hat, dass ja zum Beispiel auch der Papst, der damalige Antichrist Papst Leo der 13., ja auch so ein interessantes, oder der damalige Kaiser Wilhelm der 2., ein interessantes Zitat in seinen Memoiren geschrieben hat, als er den Antichristen, den Papst Leo den 13. besucht hatte. Ja. Ich kann das ja mal eben kurz vorlesen. Ja. Und zwar, es war für mich von Interesse, dass der Papst mir bei dieser Gelegenheit sagte, dass Deutschland das Schwert der katholischen Kirche werden muss. Ich bemerkte, dass das alte römische Reich der deutschen Nation nicht mehr existierte und dass sich die Bedingungen geändert hatten. Aber er blieb bei seinen Worten. Also ja. Was ich damit nur sagen will, ist, wie ein bisschen, denke ich, aus diesem kurzen Auszug aus dem Buch, was du zuletzt vorgelesen hattest, das war die Katholiken und die deutsche Einheit. Und dass der Papst und der Bismarck, die waren ja letztendlich im Clinch. Und der Papst wusste natürlich, er kommt ja über die, ja, sag ich mal, über den katholischen Klerus oder über die katholischen Politiker kommt er ja nicht, sag ich mal, an die Macht. Aber er weiß natürlich, wenn er den, weil Bismarck natürlich immer eins hochgehalten hat, das war natürlich immer den König, ne? Den Thron des Königs. Also der ist unangreifbar. Und da wusste natürlich der Papst, ja, da muss natürlich der König weg, ne? Damit Deutschland wieder das Schwert der katholischen Kirche werden kann. Und deswegen das Abschaffen des Kaisertums zum Ende des Ersten Weltkriegs und das Errichten dieser Puppendemokratie in Weimar damals. Ja. Ja, schon ganz richtig. Ist ja auch interessant, Viktor, wir sind ja auch zum Ende der Buchlesung, das ist ja soweit noch nicht veröffentlicht, da greifen wir ja schon vor auf die Dinge, die noch kommen. Habe ich ja auch gesagt, dass im Grunde der Papst hiermit versucht hat, das zweite Tier der Offenbarung, Kapitel 13, auf Deutschland zu münzen und dass das im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg umgeschaltet ist auf Amerika. Weil erst seit der Zeit spricht Amerika auch wie ein Drache und nicht mehr wie ein Lamm. Und Deutschland spricht seitdem überhaupt nicht mehr. Mehr oder weniger. Ja, du hattest ja sowieso mit der Thematik auch vor dem Ersten Weltkrieg, denke ich mal, bist du ja auch sehr gut vertraut. Auch aus deinen Lesungen jetzt mit dem Arthur Bögling und was ich ja auch bei mir auf dem Kanal hochgeladen hatte. Die Jesuiten und das Deutsche Reich, ja. Genau, ja. Die Jesuiten und das Deutsche Reich. Und ich finde das jetzt auch so interessant, dass diese Metamorphose zu beobachten, na, wie der Vatikan versucht hat, den Einfluss auszuüben, aber an Bismarck natürlich dann gescheitert ist und sich dann halt den anderen Weg gesucht hat, um wieder an die Macht zu gelangen. Ja, und auf Bismarck wurden mindestens 3 Attentate verübt und ermordet wurde er schlussendlich durch Gift
Und ist es nicht kennzeichnend, dass ausgerechnet Bismarck das erste Paparazzi-Bild der Welt war, als er tot auf seinem Bett lag? Ich meine, wer weiß denn sowas heute noch? Ich nicht, ich wusste es nicht. Ja, das wissen viele Leute nicht. Ich habe das Bild sogar hier. Warte mal. Und nebenbei, Viktor, hast du schön wieder zurück aufs Thema gelenkt. Ich wollte selbst noch abschließend sagen, ich habe es jetzt, wie gesagt, wegen meinem Ausfall den letzten nicht mitbekommen, aber ich freue mich dermaßen auf die nächste Sendung. Ich hätte es locker noch 2 Stunden drangehangen, wirklich. Richtig spannend, ey. Ja, an und für sich kann ich das auch, aber dann ist das Video zu lang. Das muss man also in verschiedene Teile machen. Und hier ist das Bild von Bismarck auf seinem Totenbett. Ja. Noch nie gesehen, super. Und es ist also im Grunde das erste Paparazzi-Bild, das man so kennt, von einem Toten in der Zeitung. Und mir kann einer erzählen, was er will. Ich bin davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass Bismarck vergiftet wurde. Und die Jesuiten sind die Meister des Gifts. Man muss immer noch schauen, was sie als letztes gemacht haben. Dann weiß man, warum sie nicht mehr da sind, ne? Wenn sie gestorben wurden. Ja, wenn sie gestorben wurden, ja, das ist gut gesagt. Ich hätte noch was zur Gebärdensprache. Ja. Also ich kann mir jetzt nur die paar Minuten jetzt hier googeln und ein bisschen so laienhaft recherchieren, aber dieses Zeichen, ich liebe dich, scheint doch wohl relativ neueren Ursprungs zu sein, denn zumindest in der deutschen Gebärdensprache würde jetzt ich liebe dich so gehen, dass man auf den anderen zeigt, dann 2 Fäuste quasi vor sich gibt, als wenn man jemanden umarmen würde und dann halt auf den anderen zeigt. Also erstmal auf sich zeigt, dann halt die Umarmungsgeste und dann auf den anderen zeigt. Das heißt eigentlich, ich liebe dich. Selbsterklärend, genau. Ich gehe davon aus. Ja, vor allen Dingen muss ja auch dann in der Gebärdensprache, in der Gebärdensprache, die ist ja nun mal halt international, da muss es ja auch irgendwelche Sachen geben, die halt auch für andere Kulturen oder andere Kulturkreise gilt. Und I love you versteht nun mal halt kein, nicht unbedingt ein Finne oder ein Koreaner. Von daher gehe ich mal davon aus, dass diese Schöpfung dieses neuen I love you-Zeichens eine Verhunepiepelung ist, um jetzt quasi so der Entdeckung zu entgehen, was es denn eigentlich bedeutet. Meine 100%, ja. Ich schaue gerade, ob ich das Bild habe. Ich glaube nicht, dass ich das Bild hier auf dem Computer habe. Ich meine, das ist Pope Francis und dieser lachende Koreaner. Da. Ich kenne das Bild, aber ich habe es selbst jetzt nicht auf dem PC hier. Ja gut, wenn man alles 380 Grad verdreht, dann ist natürlich ein extrem negatives Zeichen dann plötzlich ein extrem positives Zeichen. Ja, aber genau so ist die römisch-katholische Kirche, ja. Sie macht gut böse und böse gut, ne? Das Peace-Zeichen so als Kriegsrune. Mhm. Ja. Ne, ich hab das Bild jetzt nicht hier. Ist auch wurscht. Kann sich jeder ja selbst raussuchen, wenn er das möchte. So, aber an ihren Früchten sollte er sie erkennen. Und wenn ich dann sehe, welche Musik Angus Young von AC/DC macht, währenddessen er mit der Geste über der Bühne hüpft in der Schuluniform, dann ist mir doch schon einiges klar. Ja, zu viel. Ja. Und dann heißen die Lieder dann auch Hell's Bells und Highway to Hell. Jo, Totenkopf auf dem T-Shirt fertig. Für die Leute, die AC/DC nicht kennen. Ja, habe ich damals viel gehört, die Musik. Hell's Bells konnte ich gar nicht laut genug in meinem Auto spielen. Du hast noch eine andere Frisur gehabt, denke ich mal. Ja, damals waren meine Haare noch kurz. Tja, so kommen wir alle aus dem ganzen Krempel, ne? Tja, die Musik, die ich damals gehört habe, da kann ich heute mich nur noch von übergeben. Aber so ist das wertvolle Essen. So ist das, wenn der Heilige Geist in einem wirkt. Dinge, die man früher gut fand, die man geschätzt hat, denen man gefrönt hat, die stoßen einen heutzutage ab. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes und das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Ja. Mit dem Ludwig Windthorst, ja, das ist interessant, Bernd. Vielleicht kannst du da ja nächste Sendung mal ein bisschen was zu bringen. Ich habe nämlich nicht die Zeit gehabt, den zu untersuchen. Und wenn das bei dir in der Gegend ist, dann kannst du uns ja vielleicht nächstes Mal kurz einen kleinen Vortrag dazu bringen am Anfang der Sendung. Dann würde ich halt würdest dein Mikrofon freischalten und dann kannst du ja sagen, ich habe hier mal 5 Minuten was über den Ludwig Windthorst, den Gegenspieler von Bismarck, zu sagen. Wäre ja interessant, wenn du uns da vielleicht etwas zu beitragen kannst, wenn du das gerne möchtest. Da müsste dein Mikrofon aber funktionieren.
Ja, und schafft dir ein Mikrofon an, Bernd. Würde mich freuen. Ja, danke Florian. Auch dir eine gute Nacht und klingst dich aus. Ich wollte jetzt auch langsam Schluss machen, weil wir sind in diesem Video jetzt auch schon eine Stunde und 6 Minuten unterwegs, also etwas über eine Stunde. Und leider ist ja die durchschnittliche Aufmerksamkeitsrate des Zuschauers nicht über 20 Minuten. Also ist das schon fürchterlich strapaziert mit einer Stunde und einer Viertelstunde. Also würde ich sagen, mache ich das Video für die Diskussionsrunde aus. Aber natürlich, das Skype-Gespräch bleibt noch hier. Und wer noch sprechen möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, noch weiterhin darüber zu sprechen und sich mit den Leuten noch anzuwenden. Wir sind ja immer noch 9 im Gespräch im Augenblick. Und Alexander hat noch einen Bibelvers. Na, Alexander, dann schließ doch bitte unsere Diskussionsrunde heute Abend von Romanismus und die Reformation ab mit einem Bibelvers. Etwas Passenderes gibt's ja wohl nicht. Moment, ich muss das Mikrofon noch anstellen. Ja. Also das habe ich hier aufgeschrieben. Das heißt, hoffe auf den Herrn, harre auf ihn. Das tun wir. Und mit anderen Worten will das im Grunde auch das Wort Maranatha sagen. Unser Herr ist gekommen oder unser Herr kommt. Ne? Amen. Das bedeutet das Wort Maranatha, mit dem ich immer diese Sendung abschließe. Gut, damit werde ich auch hier heute das Video offiziell abschließen. Deswegen können wir immer noch auf Skype weiterschnacken. Das beeinträchtigt das nicht. Aber das Video möchte ich hier heute beenden. Ich möchte jedem danken für seinen Beitrag zu unserer Diskussionsrunde von Romanismus und die Reformation, Lesung Nummer 2, heute am 23. September. Ich hoffe, euch alle und vielleicht noch mehr Leute wieder zu begrüßen nächste Woche. Und ich hoffe auch, dass ihr euch die Videos anschaut und die Videos verbreitet, wo ihr könnt, auf sozialen Netzwerken, auf YouTube. Sowohl die von der Lesung als die von dieser Diskussionsrunde sind es ja vielleicht wert, um weiter verteilt zu werden. Und ich werde aber den zweiten Lesungsteil erst am Samstag, am kommenden Samstag, am Sabbat veröffentlichen, weil letzte Woche habe ich die Lesung am Montagmorgen veröffentlicht auf meinem Hauptkanal und die hat mir nicht genügend Zuschauer bekommen, was wohl daran liegt, dass natürlich auf dem Samstag mehr Leute sich Zeit haben, so etwas anzuschauen als auf dem Montag und deswegen habe ich entschlossen, das Buch Romanismus und die Reformation ist mir zu wichtig, als dass ich es irgendwo in der Woche in Videos untergehen lassen möchte. Das werde ich jetzt immer auf dem Samstag hochladen. Die Diskussionsrunde werde ich wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch auf dem Zweitkanal veröffentlichen. Also die kommt dann schon vor der Lesung selbst raus. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Ja, damit danke ich jedem, der an dieser Lesung und an der Diskussion teilgenommen hat, ganz herzlich. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen und Ruhe in unserem Herrn. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn Eigen sollst du meiden.